Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Monkey Ruffy und wir sind zurück bei World of Warplanes. Heute mit der Ki-10. Der japanischen Jäger der Stufe 2. Ich fliege erstmal Richtung der Tradition, um die einzunehmen. So, da ist ein Gegner am Heck. Eines der Verteidigungsflugzeuge. So, und da haben wir das Verteidigungsflugzeug Nummer 2 abgeschossen. Und da die anderen mit auch abgeschossen haben, haben wir die Position erstmal für uns entschieden. Zum nächsten Feldflug bin, war es mir egal, ob der Verteidiger oder Gegenspieler, das ist einer vom Gegenpart. Ich habe doch entschieden, erstmal einen Gegenpart zu entledigen. Dann weiter bei den Luftverteidigern zu machen. Ja, er hat sehr gerade den nächsten Gegner Teamposition. Da auch einen zweiten Kill. Das ist genau, wo ich jetzt kam. Ich glaube, da unten ist noch geflogen. Ja, das kommt von hinten. Und das ist so zu spät, ich kann ihn nicht mehr abschütteln. Der Vorteil ist, oder schön ist, das sieht man halt jetzt hier bei den Replays nicht. Wenn wir einmal einen Flughafen eingenommen hat, ihn in Besitz hat, dann kann man den Startpunkt auch auf dem Flughafen umändern. Das heißt, man kann den Gegner dann verwirren, indem man dort auftaucht oder den vielleicht gerade angreift, kann man ihn dabei dann schneller unterbrechen. Halt immer ganz gerne vergesse, ist mal meine linke Hand mit zu benutzen, um eventuell mal auf S für langsamer okay, um mal zu beschleunigen. Jetzt sind ja die Gegner am Heck. Ja, der K
Pantola 04. Hab ich vorhin schon mal abgeschossen. Haben wir mal die ersten zwei Kills gemacht, nachdem wir noch der Abwehr abgeschossen hatten. Vorsicht, eine Gewitterfront nähert sich. Wir können bald keine Unterstützung mehr schicken. Haben Sie verstanden? So, unsere Punkte steigen, 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 schneller als die vom Gegner. Gut gemacht, der Sieg ist nah. Jetzt haben wir schon 75% der Ressourcen gesammelt. 5 Sekunden bis die Gewitterfront da ist. Wir haben keine Unterstützung bekommen. Hier wütet ein schwerer Sturm, können nicht weiter. Letzter Fall. Verstanden? Zwei Kills nacheinander, 5. Kill generell. Und das Sieg ist so gut wie da. Ein Sinkler, der Rampenangriff zerstört. Rangstufe 2 erhalten. Und unser Gegner im Heck. Und da fliege ich gegen diesen komischen Mast. Aber ja, erreiche jetzt auch unsere Punktzahl. Gewinn damit die Partie. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.